Hallo Freunde, kommt rein. Come on in. Hier in Florida lebt Robin seit rund 2 Monaten bei seinem Freund Albert. Im Winter flieht Robin aus seiner Heimat North Carolina ins sonnige Florida. Uns interessiert, wie viel oder besser gesagt, wie wenig hat Extremminimalist Robin nach Florida mitgebracht? Im Moment habe ich einige hundert Besitztümer, aber im Durchschnitt hat jeder in den USA mehr als 10.000 und viele mehr als 30.000 Dinge. Robin lebte nicht immer so minimalistisch. Der heute 36-Jährige hatte in jungen Jahren ganz andere Pläne. In den ersten 25 Jahren meines Lebens war ich sehr auf materiellen Besitz und finanziellen Reichtum bedacht. Ich hatte sogar das Ziel, mit 30 Millionär zu sein. Und ich hatte viele Sachen. Ich dachte, ich definiere mich darüber. Seit 2016 besitzt er nicht mal mehr ein Handy. Viele denken, es sei unmöglich, ohne Handy zu leben. Ich kann sagen, dass es jetzt 7 Jahre her ist. Und ich bin hier. Ich habe kein Handy und ich existiere. Kleiner Spoiler, bei unseren Dreharbeiten wird das noch zum Problem. Auch seine Klamotten hat Robin ordentlich reduziert. Insgesamt besitzt er 5 T-Shirts, 3 Hosen, 1 Handtuch. Mehr hat er nicht. Keine Unterwäsche, seine Socken und Schuhe hat er verloren. Aber kein Problem für ihn. Immer wenn es geht, läuft Robin sowieso barfuß. Der Mensch wurde ohne Schuhe an den Füßen geboren. Wenn ich also barfuß bin, will ich damit sagen, dass ich an das menschliche Design glaube. Ich glaube an diesen Fuß. Und auf noch etwas verzichtet er ganz bewusst. Ich habe keine Taschen, sie sind alle zugenäht. Das ist nur eine weitere Möglichkeit, um einfach zu leben. Je mehr Taschen ich habe, desto mehr kann ich sie mit Dingen füllen. Dann frage ich mich, wo ist was? Ich wühle mich ständig durch. Wir schauen uns seine Kosmetikauswahl an. Auch die ist extrem minimalistisch. Ich habe kein Shampoo, keine Pflegespülung, kein Duschgel, keine Gesichtsreinigung, kein Parfum, kein Deodorant. Seit 10 Jahren benutze ich schon kein Deo mehr. Wir finden jedenfalls nicht, dass Robin unangenehm riecht. Es geht in Alberts Garten, ein Paradies, auch um Essen anzubauen. Was steht heute auf dem Speiseplan? Zum Mittagessen gibt es Grünzeug, Wildreis, den ich oben im Norden von Wisconsin, meiner Heimat, geerntet habe. Dann noch Fisch, den Albert und ich vor ein paar Wochen in den Everglades gefangen haben. Was noch? Zitronengrastee. Zum Nachtisch eine Papaya und ein paar getrocknete Sternfrüchte von meinem Baum. Meist ernährt sich Robin von selbst angebauten Lebensmitteln. Ab und an treibt er es aber auf die Spitze. Ich bin mit dem Fahrrad quer durch die USA gefahren und habe nur containert. Allein in Deutschland landen jährlich über 10 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. In den USA sind es sogar rund 10-mal so viel. Gemeinsames Mittagessen. Im Vergleich zum üblichen amerikanischen Fastfood sehen die Teller farbenfroh aus. Unser Team freut sich. Ganz frisch alles. Das gesündeste Essen, was wir hatten, glaube ich. Robin gibt uns noch einen ganz intimen Einblick in das Leben eines Extremminimalisten. Es geht um das kleine und große Geschäft, den Toilettengang. Toilettenpapier ist für ihn ein absolutes No-Go. Er hat eine umweltfreundliche Alternative. Das ist die Klopapierpflanze. Ich liebe diese Pflanze. Erstens sind die Blätter unglaublich weich, so weich, wie man es sich nur vorstellen kann. Und sie gehören zur Familie der Minzgewächse, also riechen sie tatsächlich angenehm nach Minze. Ich ernte einfach ein paar Blätter und nutze dann die Komposttoilette. Das Besondere? Die Pflanze ist äußerst resistent und hält sich bis zu 3 Wochen, nachdem sie gepflückt wurde. Übrigens, auch in Deutschland gibt es eine Toilettenpflanze. Die Königskerze eignet sich laut Robin genauso für den Toilettengang. Bei Albert im Garten steht eine Komposttoilette. Robin nutzt sie aus einem ganz bestimmten Grund.
Toiletten mit Wasserspülung verschwenden bei jeder Benutzung 1,6 Gallonen oder etwa 6 Liter Wasser. Das ganze Wasser braucht Strom, um zum Verbraucher zu gelangen. Es enthält Chlor, Fluorid und alle möglichen Chemikalien. Dann wird das Wasser durchgespült und in eine Kläranlage geleitet, wo es erneut gereinigt werden muss. All das, um ein Problem in den Griff zu bekommen. All das, um mit Abfall fertig zu werden. Aber durch die Verwendung der Komposttoilette verwandelt man den Abfall in eine Ressource. Robins Ziel ist es, eins mit dem Planeten zu sein. Dafür setzt er sich ein. Aber auch er stößt an seine Grenzen. Als Diener der Erde muss ich mit den Menschen zusammen sein, was bedeutet, dass ich viel Zeit in den Städten und an hektischen Orten verbringe, die mich wirklich sehr beanspruchen. Wenn das passiert, weiß ich, dass ich mich wieder mit der Erde verbinden muss. In Verbindung mit der Natur treten, das kann er am besten an ruhigen Orten. Die Insel Shell Key, ein einsames Naturschutzgebiet südlich von Gulfport, ist sein Lieblingsort dafür. Mit seinem Kanu geht's los. Aber stopp, das ist doch nicht seins. Das gehört Albert und ich bin sehr dankbar, dass er mir das Kanu leiht. Denn das ist meine Flucht. Die Flucht auf die Insel. Die Flucht aus der Stadt. Wir merken, Robin nimmt es nicht immer ganz streng mit dem Minimalismus und nutzt auch mal Dinge von anderen. Und Robin hat heute Glück. Er muss nicht, wie normalerweise, ans Ufer trampen, sondern fährt mit unserem Team mit. Viel dabei hat er nicht. Zum Schlafen habe ich nur meine Decke dabei, um sie in den Sand zu legen, und meinen Schlafsack. Ich habe einen Topf mit wildem Reis, meine Angelrute und zwei Köder mitgenommen, damit ich Fische fangen kann. Ich habe einen kleinen Grill, auf dem ich den Fisch kochen kann. Und ein Feuerzeug, um ein Feuer zu machen. Ich habe meine Badeshorts, meinen Hut und das Wichtigste, Wasser. Leichtes Gepäck. Keine Elektronik, nur das Nötigste für seine Auszeit in der Natur. Wir begleiten ihn in einem Motorboot. Bis zur Insel muss Robin rund 45 Minuten paddeln. Doch plötzlich verlieren wir Sichtkontakt zu ihm. Robin! Keine Chance. Er ist über alle Meere. Und wir können ihn auch nicht anrufen, denn er hat ja kein Handy. Abbruch. Auch am nächsten Morgen noch keine Spur von Robin. Wir haben gestern auf dem Weg zur Insel Robin verloren. Und ja, sind heute zwar mit ihm verabredet, aber wir wissen nicht genau um wie viel Uhr und er hat ja kein Handy. Wir fahren auf gut Glück zu Alberts Haus und sehen das Kanu. Und kurze Zeit später auch Robin. Ich habe überlegt, ob ich zurückpaddeln soll, aber der Wind war zu stark. Trotzdem, Robin ist sichtlich erholt. Ich bin ungefähr eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang ins Bett gegangen. Es war also noch hell draußen. Ich habe mich in meinen Schlafsack gelegt und bin eingeschlafen. Wahrscheinlich gegen 6.30 Uhr. Und ich schlief bis 9 Uhr heute Morgen. Ich war also etwa 15 Stunden im Bett und fühle mich so gut, so erholt. Mit neuer Energie kehrt Robin in die Zivilisation zurück. Auch wenn ein kapitalistischer Lebensstil für ihn nicht mehr in Frage kommt, profitiert er derzeit schon von Orbit. Die Welt hat genug von fast allem. Wir brauchen nicht noch mehr produzieren. Das ist der Punkt, an dem die Gemeinschaft ins Spiel kommt. Ich benutze Dinge von Albert. Und ich habe als Minimalist überhaupt kein Problem damit, die Sachen anderer Leute zu benutzen. Das macht das minimalistische Leben natürlich einfacher. Wer Dinge von seinen Mitmenschen benutzt, braucht selbst nicht mehr ganz so viel. Aber teilt gern und trotzdem. Robins Lebensstil war für ihn neu. Ich war am Anfang auch skeptisch, aber ich muss sagen, dass Rob mir in den letzten 2 Jahren bewiesen hat, dass er es mit dem, was er tut, sehr ernst meint. Rob stellt die Welt einfach nur auf den Kopf und versucht zu verändern, was wir tun, und das respektiere ich natürlich.
Könnte ich das? Nein, ich könnte es nicht. Um Kontakte zu Familie und Freunden zu halten, nutzt Robin das Internet in einem Café. Wir ertappen ihn mit seinem Laptop. Ganz ohne Elektronik kann er also doch nicht. Eine sehr private Frage interessiert uns. Wie funktioniert Dating als Minimalist? Dieses Jahr habe ich beschlossen, ein Jahr ohne Sex zu verbringen. Ein Jahr ohne Romantik. Der Grund dafür ist, dass ich in den letzten Jahren viele Dates hatte. Das war eine große Ablenkung für mich. Es war schwer für mich, fleißig und konzentriert zu bleiben. Auch in Sachen Geld ist Robin sehr konsequent. Er besitzt kein Bankkonto, keine Kreditkarte, keine großen Ersparnisse. Das ist all das Geld, das ich besitze. Es sind ungefähr 1000 Dollar in bar. Jeder Penny, den ich habe. Aber wie kommt Robin überhaupt zu Geld? Ich habe mich zu einem einfachen Leben verpflichtet. Das bisschen Geld, das ich brauche, verdiene ich mit öffentlichen Vorträgen. Meist an Universitäten oder manchmal für Städte, gemeinnützige Organisationen oder Unternehmen. Aber hauptsächlich verdiene ich mein Geld mit einem einfachen Leben. Je einfacher ich lebe, desto weniger Geld brauche ich. Und je weniger Geld ich brauche, desto mehr Zeit habe ich, um den Menschen zu zeigen, dass es auch anders geht. Letztes Jahr verdiente Robin knapp 7.800 Euro. Hauptsächlich gibt er das für Lebensmittel, Transport, Spenden, Gegenstände, für den täglichen Bedarf und Werkzeug aus. Jährlich bietet Robin rund 30 bis 70 Workshops an. Einer ist heute. In Oberts Garten haben sich rund 40 Teilnehmer versammelt, die von Robin lernen wollen, wie sie ihr eigenes Essen anbauen können. Man braucht keine Chemikalien, wenn man Systeme schafft, die im Einklang mit der Erde sind. Dies hier ist ein Freund des Gärtners. Sie fressen Mäuse, Ratten und Heuschrecken. Deshalb möchte man eigentlich Schlangen im Garten haben. Rund 1,5 Stunden hat Robin die volle Aufmerksamkeit aller Teilnehmer. Einer von ihnen ist Cody. Er kommt aus Texas und ist extra 18 Stunden gefahren, nur um Robin zu sehen. Ich liebe Rob. Was er repräsentiert. Ich liebe es, dass er so mutig ist, alles gibt und sich der Sache widmet. Genau das möchte ich auch in meinem Leben erreichen. Er ist mein Idol. Deshalb bin ich hier, weil ich mich dem widmen möchte, was Rob tut. Robin ist ein Vorbild. Momentan scheint sein minimalistischer Lebensstil gut zu funktionieren. Doch wie sieht es im Alter aus? Eine Altersvorsorge oder Krankenversicherungen hat er nicht. Was macht er, wenn er krank wird? Wenn ich mir den Arm breche, kostet das etwa 5.000 Dollar. Das kann ich bezahlen. Ich bekomme eine Rechnung und kann sie bezahlen. Für die meisten Dinge brauche ich keine Versicherung. Wenn ich, sagen wir mal, an Krebs erkranke, an einem wirklich schlimmen Krebs, werde ich das höchstwahrscheinlich auf natürliche Weise mit dem behandeln, was die Erde bietet. Bestrahlung und Chemotherapie kommt für mich nicht in Frage. Will Rob immer so leben, auch im hohen Alter? Ich bin 36, immer noch jung, und ich werde für die nächsten 50 Jahre oder so genauso weiterleben. Ich habe große Visionen für das, was ich noch tun möchte. Aber ich bin glücklich mit dem, was ich gerade mache. Ich erreiche Menschen. Sie sind inspiriert und verändern ihr Leben und ihre Gemeinschaft. Ganz so einfach ist nur minimalistisch leben doch nicht. Aber wir haben jemanden kennengelernt, der versucht, es so gut es geht umzusetzen.